Ik dacht, dit was het samenzingetje. Wir haben ja zwei rote Rotznöhren genommen. Und die liegen bei uns frei. 24 Stunden. Überhaupt weil der Jerry starke Hinterhandlähmung hat. Jetzt haben wir ihm alles Mögliche gebaut. Das waren dann für sich die Doppelvoliere. Die ist da miteinander verbunden. Aber ja. Wenn sie eine wollen, können sie eine. Und für sich lebt jetzt fix draußen. Nur wenn jetzt die Chinchillas putzt zum Beispiel, dann gebe ich sie eine in den Käfig. Chinchillas zum Beispiel auf der Nacht ein bisschen draußen drinnen, sind sie auch drinnen. Da sind meine Degus. Ja, die haben den ganzen Kosten da. Und genau. Mit den kleinen fixen Auslauf. Wir haben das ganze Zimmer gehabt, aber durch das sind wir die Rotz nicht gekommen. So. Ja, wie gesagt, das ist der komplette Chinchilla-Käfig, der ist ja komplett miteinander verbunden. Da haben wir jetzt den Vorbreitmais drinnen. Die haben auch schlechte Haltung übernommen. Da haben wir gerade zwei Wildmäuse, die verletzt wurden von einer Katz. Die leben drinnen. Bis fertig behandelt sind, dann sind sie weg und du legst noch auch wieder Zwerghamster. Aber wie gesagt, die Erde auf, mir ist das schon zu viel. Ja, das Haus liegt der Jerry, der Geliebte, geht immer auf, oben.